Zurück in Marseille, Durchgang 2 dieses vierten EM-Spiels mit dem 1:0 für Russland zur Halbzeit. Ein überraschendes Ergebnis, weil England deutlich besser gespielt hat, deutlich mehr Chancen hatte. Aber dann das Tor von Artem Zyuba. Russland momentan mit 3 Punkten, wirklich ein guter Start in das Turnier. Wir sehen nochmal Artem Zyuba mit seinem ersten EM-Tor für die russische Mannschaft. Erst der abgefälschte Ball von Cahill jetzt zu erkennen. Und der fällt Zyuba dann aber so auf den Fuß, dass er ihn direkt verwandeln kann ins Tor von Johart. Keine Chance für den Torwart. Ballverlust und das ist die Chance. Rooney will lupfen. Akinfeev ist zur Stelle. Der nächste Patzer, die nächste Unachtsamkeit Russlands. Dort haben sie heute größte Probleme. Im ersten Durchgang schon ein riskanter Ballverlust gegen Sterling. Aber das eben war natürlich fahrlässig. Haben sie Glück, dass Akinfeev das verhindern kann. Zagoev. Rechts raus für Kuzmin. Lalana. Sterling gegen Ignjašević. Ausgeholfen für Kuzmin, der nach vorne stand. Wunderbare Grätsche von Daddy Eddy. Rooney, Horkert, rechts startet Milner. Schön gesehen. Aber abgelaufen von Oleg Shatov. Deswegen raus für Klein. Flanke für Walcott. Ausgleich. Kopfball. Walcott. 1-1. Akinfeev springt am Ball vorbei. Und das ist das erste Tor für England bei diesem Turnier durch Theo Walcott. Es macht dann doch ein erfahrener. Flanke von Klein, der diesen Ball perfekt hineinschlug. Und dann der Kopfball gegen Akinfeev von Walcott. Das verdiente Ausgleichstor für England. Zhirkov bedient. Über die linke Seite entstand das Tor. Über seine Position. Schaut auf weit entfernt von Klein. Und dann gehen zwei Spieler zu Walcott, aber keiner schafft es, ihn am Kopfball zu hindern. Mit Kuzmin, mit Ignjašević. Akinfeev weit am Ball vorbeigesprungen. Und da ist das Ausgleichstor 1:1. Direkt nach der Halbzeit das wichtige Tor für England. Das, was im ersten Durchgang nicht gestimmt hat, die Chancenverwertung. Klappt jetzt gleich mal perfekt. Erst Rooney gegen Akinfeev, aber dann das Tor von Theo Walcott. Und damit also jetzt nach 53 Minuten der Neustart in dieses vierte EM-Spiel. Artem Zyuba. Zhirkov, weiter für Zagoev, das ist Zhirkov, der Kapitän für Zyuba. Wunderbar gemacht von Nathaniel Klein, kriegt hier sofort den Applaus des Stadions. Viele englische Fans sind da, die Franzosen, die sich heute wunderbar präsentieren. Man erinnert sich immer noch an das Spiel im November, als die französische Mannschaft im Wembley-Stadion gastierte. Das war das erste Spiel, 4 Tage nach den Anschlägen in Paris, und man sang gemeinsam die Hymne. Heute gab es das zurück, eine wunderbare Stimmung, viele Franzosen, die sich englische Schals gekauft haben, englische Trikots, englische T-Shirts. Eine wunderbare Idee des Gastgebers als Reaktion auf ein furchtbares Ereignis. So kann man gemeinsam dem Ganzen entgegengehen. Und die englischen Fans, die rübergefahren sind über den Ärmelkanal, natürlich sowieso hier im Stadion. Gilt natürlich auch für Russland. Ein wirklich schöner Abend hier in Marseille. 24 Stunden nach dem Beginn dieses Turniers. Das ist Milner. Weiter für Sterling. Im Doppelpass mit Milner gegen Denisov. Sie suchen jetzt die linke Seite, zumeist gegen einen sehr offensiv stehenden Juri Zhirkov.
Stunde gespielt. Ecke für England. Lallana. Schnell vors Tor gespielt. Scharf geflankt. Wieder Lallana gegen Zirkov. Nächste Flanke auf den Fuß von Sterling. Eddy links raus für Milner gegen Kuzmin. Und Rose abgeblockt, Chartoff, Ballverlust. Milner sieht schön aus, aber verstolpert den Ball ins Aus. Russland bemüht, etwas Ruhe reinzubringen. Und fast schon wieder der Fehlpass im Spielaufbau. Rooney grätscht am Ball vorbei. Zagoev. 2 Unentschieden heute. 0:0 Schweiz gegen Albanien. 2:2 Wales gegen Slowakei. Im Moment wäre es dann das dritte Unentschieden im vierten Spiel. Frankreich gewann gegen Rumänien. Wir warten seit gestern Abend auf den nächsten Sieger dieses Turniers. Aber das macht natürlich die ganze Sache deutlich spannender. Die vierten Unentschieden. Lallana schickt Rooney und das ist jetzt die Chance abgelegt für Walcott. Nochmal Rooney, wunderbar gespielt. Ein Traumtor für England durch Rooney. Brillant kombiniert mit Walcott. Wunderbar ausgespielt, quergelegt dann vom Torschützen zum Ausgleich für Rooney. Und der grätscht den Ball rein ins russische Tor, Partie gedreht. Und sie sind alle bei Rooney, sie sind alle bei Walcott. Das nochmal klug gespielt und dann reingechippt an den russischen Verteidigern vorbei. Und dann reingegrätscht mit Volldampf zum 2:1 gegen Akinfeev, der da nicht mehr mitkommt. Und da haben sie Russlands Verteidigung überrannt. Ein wirklich traumschönes Tor zur Führung für England. 66 Minuten gespielt und erstmals führt England bei diesem Turnier. Haben die Partie gedreht. In einer Viertelstunde erst das Ausgleichstor von Walcott, dann das Führungstor von Rooney. Und das ist nach dem Spielverlauf absolut verdient. Die russische Mannschaft hatte ihr Tor gemacht, aber abgesehen von dem Abschluss Dubas kam wirklich enorm wenig auf das Tor von Joad. Dele Alli, Lallana, diesmal direkt versucht, da standen erneut Rooney und Walcott in der Mitte, ist ihm abgerutscht gegen Alan Zagoyev. 20 Minuten bleiben, immer noch keine Wechsel auf beiden Seiten, sowohl bei Rohatschen als auch bei Leonid Slutsky, die beide noch dreimal reagieren können. Bei den Engländern wartet weiterhin Jamie Vardy auf sein EM-Debüt. Dazu Kane, der Stürmer. Eric Dyer, die Jugend. Stokes, der Innenverteidiger. Die bei den Engländern auf der Bank sitzt. Die vielen unerfahrenen Spieler. Kokorin gegen Rose. Und das ist die Chance. Das nächste Ausgleichstor. 2:2. Zagoyev. Der zweite Ball aus Tor von Ort und gleich das Tor für die russische Mannschaft. Durch Alan Zagoyev einfach durchkombiniert gegen Rose. Und da steht Zagoyev ganz frei durch die Beine von Hart, meine ich. Erneut das Tor für Russland. Das nochmal Kokorin bindet Rose auf sich, lässt ihn dann stehen. Und durch die Verteidigung hindurch, durch Smalling und Cahill hindurch, der Schuss von Zagoyev. Durch die Beine nicht, aber an den Beinen vorbei von Hart. Unglücklich für Englands Torwart. Und Igor Akinfeev, eben ausgetanzt von den englischen Stürmern, jubelt wieder. Sie haben es wieder geschafft. Englands Fans jetzt aber mal ganz kurz, ganz leise hier im Stadion. Hört man sofort. Und dann also 20 Minuten mit Nachspielzeit. Im Velodrom erneut 4 Tore. Wie schon vorhin in Bordeaux beim Spiel der Waliser gegen die Slowakei. Auch jetzt England gegen Russland 2:2. Und es geht immer weiter. Raheem Sterling. Schön gemacht, Ball behauptet. Nathaniel Klein.
reingelaufen. Sieht Rooney. Muss sich irgendwie drehen. Rooney, Akinfiff. Kein Problem. Rooney bekam aus der Drehung nicht den letzten Druck in den Ball. Und deswegen ist das keine Probe für Russlands Torwart. Eine Viertelstunde bleibt. Beiden Teams. Shatov gegen Smalling. Eddie ausgeschlagen vor Roman Schirokov. Und jetzt wird gewechselt. England bleibt unverändert. Russland wechselt mit Komarov für Shatov den ersten neuen Mann ein. Shatov, der ein gutes EM-Spiel gezeigt hat für die russische Mannschaft, geht also jetzt der Mann aus St. Petersburg und mit Komarov kommt der erste neue Mann dieses Abends von Spartak. Danny Rose, England besser, aber Russland hocheffektiv, haben die beiden größten Chancen genutzt. Und schon wieder die nächste Flanke. Klein springt am Ball vorbei. Riesenchance für England. Sie versuchen es vor allem über Hereingaben, über ihre rechte Seite, über Lallana, über Milner. Abseits. Entschieden gegen Alexander Kokorin. Und auch das ist korrekt. Cahill weit hinten, aber im Abseits steht der Russe. Luschakow kommt. Zweiter Wechsel bei Leonid Slutsky. England bleibt auch 82 Minuten nach dem Anpfiff unverändert. Und das also ist der neue Mann mit Luschakow, ebenfalls aus Moskau von Spartak, Mannschaftskollege des eben eingewechselten Dimitri Komarov. Luschakow, weiter für Komarov, weiter für Artem Dzyuba, Kokorin, nicht durchgesetzt, riskanter Ball, Rooney, 4 Minuten bleiben hier im Start-Velodrom, an einem wirklich attraktiven, torreichen EM-Abend in Frankreich. Nach dem 2:2 der Waliser gegen die Slowakei, das gleiche Ergebnis jetzt vielleicht auch in diesem Spiel. Damit bleibt alles spannend in dieser Gruppe B. Alle Mannschaften können weiterkommen. Vielleicht nochmal die Chance für Russland über Roman Schirokov und Dzyuba. Diobakot, keine Wechsel bei England. Wirklich überraschend. Roy Hodgson hat tatsächlich nicht gewechselt. Bisschen Schirokov abgeblockt von Lallana. 5 Minuten Nachspielzeit, um das dritte Unentschieden zu verhindern, um 3 Punkte zu holen. England kommt nochmal mit Nathaniel Klein und Raheem Sterling. Auch lange Zeit keine Chance mehr gehabt. Vielleicht jetzt mit Klein. Läuft aber durch. Bringt den Ball hinein für Rooney. Schöner Kopfball. Rausgeköpft von Ignjašević.
Kuzmin. Kokorin. Spiel läuft weiter mit Lushakov und Denisov. Letzte Gelegenheit. Sie müssen den Ball nach vorne kriegen. Komarov, das ist schon wieder gefährlich. Abseits. Fahne oben gegen Dimitri Komarov. Nach diesem Pass von Denisov schauen wir hin. Und auch das war, meine ich, richtig erkannt. Einen Fuß zu weit vorne. Und deswegen im Abseits bei der vielleicht letzten Gelegenheit. Ballverlust nochmal von England. Aber jetzt ist das Spiel beendet. 2:2 England gegen Russland im Velodrom. Auch hier kein Sieger. Und damit also die Situation einer wirklich punktgleichen, torgleichen Gruppe nach diesem ersten Spieltag. Wales gegen die Slowakei 2:2. Jetzt auch hier kein Sieger. Ebenfalls 2:2. Die russische Mannschaft hat geführt durch das Tor von Zuber. Dann das Ausgleichstor von Walcott. Eine wunderschöne Kombination zur englischen Führung durch Wayne Rooney. Und dann das Ausgleichstor der Russen durch das Tor von Zagoyev. Wir schauen auf die Tabelle. Keine Überraschung. Alle Mannschaften mit einem Punkt und zwei Toren, mit zwei Gegentoren. Punkt und Torgleich in dieser Gruppe B. Es wird sich dann am nächsten Spieltag vielleicht entscheiden. England dann gegen Wales beim britischen Duell. Die russische Mannschaft spielt gegen die Slowakei. Beide Spiele dann in einigen Tagen werden wir natürlich ebenfalls live zeigen. Und das war's für heute. Nach drei EM-Spielen sagen wir Tschüss aus Frankreich. Weisen natürlich auf die Spiele des morgigen Tages hin. Es geht los mit dem ersten Spiel der Gruppe D. Wir machen einen kleinen Sprung. Die Türkei gegen Kroatien. Dann am Nachmittag Polen gegen Nordirland. Und dann am Abend um 21 Uhr in Lille der Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Ukraine. Los geht's aber in Paris im Parc de Princes mit der Türkei gegen Kroatien. Bis morgen. Guten Abend aus Frankreich und dann bis zum morgigen Tag mit dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft und zwei weiteren hoffentlich genauso attraktiven Partien wie heute. Viele Grüße aus Marseille und bis morgen.